Marcel, ich gebe dir jetzt noch die Chance, wieder einzusteigen, oder wir müssen dich leider umknallen. Was möchtest du? Rede oder wir müssen dich leider eliminieren? Es bringt nichts, an Land zu schwimmen. Das weißt du selber. Ja, er war hier gewesen. Einfach Ausschau halten. Also, wie sieht's aus? Hier, links, 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 hier, da. Möchtest du überleben und wieder einsteigen, oder willst du sterben? Er ist wieder runtergetaucht. Ja gut, ich meine, wenn er untertaucht, ich meine, wir sehen ihn ja. Er checkt das, glaube ich, nicht, dass wir ihn sehen können. Ich glaube, ist... ja, da guckt, da ist er. Also, willst du leben oder sterben? Seht ihr ihn noch? Ne, der ist einfach gerade, der schwimmt geradeaus Richtung Strand. Ja, da vorne, da vorne. Vorne ist er auch getaucht, schön. Jetzt direkt unter uns. Also, möchtest du jetzt leben oder sterben? Entscheide dich. Ja, wo ist er jetzt? Seht ihr ihn? Da links, hinter uns, jetzt hinter uns. Ist hinter uns. Schieß mal da, hier so da. Siehst du das, wo ich hier genau, schieße? Ja, genau. Schieß da immer schön hin. Genau, da ist er. Genau, schieß immer schön, dass ich sehe, wo das ist. Also, ich habe das Gefühl, du willst liegen. Dementsprechend wirst du. Also, möchtest du einsteigen oder willst du sterben? Sag, du kannst nicht entkommen. Ja, er schwimmt hier weiter Richtung diese linke Insel da. Ihr haltet Ausschau, ne? Ja. Ich sehe ihn noch die ganze Zeit, ich sehe ihn die ganze Zeit. Schieß mal hin, wo er ist. Hier, hier. Okay. Also möchtest du überleben oder sterben? Ich gebe dir doch ein... Ich gebe dir doch eine... Ja, komm, wir sind ja kein Amateur. Wir sind keine Amateure. Ey, das kannst du keinem erzählen. Also Marcel, Marcel, ich gebe dir doch eine faire Chance. Jedes Mal aber wieder auf, man sieht dich doch dann. Ja, ja, klar. Marcel, ich gebe dir doch eine... Ich gebe dir doch eine faire Chance, Marcel. Ja, bitte lass mich nicht so lange schwimmen, bitte. Also du willst nicht... Diese bergige Region mag ich auch. Ich werde deine Mutter ficken, du elendiger... Ich werde deine Schlussmutter ficken, Kevin, hast du verstanden? Kevin, deine Schlussmutter werde ich. Nein, 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 Kevin, mach nicht, mach nicht. Ja. Lass dich nicht provozieren, Kevin. Lass dir Zeit. Er will nur, dass du das schnelle Ende machst. Ey, bitte, lass mich nicht schwimmen, es tut mir leid. Meine Mutter ist gekostet. Guck mal, das Ding ist, wenn du dich okay, ordentlich entschuldigst, hör zu, sehe ich davon ab. Meine Mutter ist eine Meine Mutter aus Buxtehude. Das bringt mir nichts. Nein, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich möchte eine aufrichtige Entschuldigung, was du mir und meiner Familie angetan hast. Entschuldigung, es tut mir leid. Er soll sich vor der Familie entschuldigen, finde ich. Wirst du denn auch unsere Familie in Ruhe lassen? Ich werde sie in Ruhe lassen, versprochen. Du versprichst mir das sogar? Ich verspreche sehr. Ich werde nie wieder, wirklich, nie wieder irgendwas mit euch zu tun haben. Im Negativen, okay? Nie wieder. Lasst mich gehen, ihr werdet nie wieder was Negatives von mir hören. Ich würde dir wirklich gerne glauben, aber das Problem ist, ich habe stark ein Gefühl, dass du schon mal zu mir gesagt hast, dass du mich und meine Familie in Ruhe lassen wirst und das irgendwie dreimal. Und du hast gestern noch gesagt, du sollst Frieden machen. Hör zu, lass uns das vernünftig klären, bitte. Hast du nicht eben noch gesagt, du bist kein Lügner? Wo sind wir hier? Ich bin kein Lügner. Ich werde euch beweisen, dass ich jetzt alle zwei mehr. Ja, dann soll er sich vor der gesamten Familie entschuldigen. Okay, dann flieg zur Familie zurück. Komm. Ganz kurz, also, gibt's eigentlich einen Handyladen hier unten? Nee, ne? Nee. Gut. Und hier gibt's ganz viele Beeren und nee, flieg weiter rechts. Du darfst nicht zu weiter. Nee, rechts. Hier ist ein EMP, du darfst nicht so nein. Ah, okay, gut. Wo kann ich ihn denn rauslassen? Flughafen hier, Landeplatz. Okay, also Landeplatz, da darf ich hin. Okay, gut. Ja, da ist kein EMP. Also man kommt hier tatsächlich nur mit Schwimmen weg, richtig schön weit. Gute Nacht. Ja, selbst mit Schwimmen kommt er wahrscheinlich hier nicht weg. Oh, stimmt, die Heile sind ja da, ne? Flugzeugträger halt, ne? Ja, aber Flugzeugträger ist auch ein EMP. Kevin, ich sag dir eine Sache. Hör mir zu, okay? Lässt du mich hier raus, ohne Handy oder sonstiges? Ich schwöre es dir bei meinem ganzen, bei meinem Leben, alles, was mir heilig ist, alles, was mir was bedeutet. Lass den Flugzeugträger raus. Flugzeugträger ist keine Mutter. Ich mein's ernst. Ich werde dafür sorgen, dass seine Mutter sich in mich verliebt, ja? Ich würde all mein Geld dafür investieren, dass sie sich in mich verliebt. Ciao. Ich werde dich... Ich glaube, das überlebt er gar nicht, oder? Ja, er hat sich Schwierige soll ich mal stabilisieren, weil wie kriege ich den wieder hoch? Kriegst du den hoch? Wenn er nur so, wenn er Verstauchung hat oder so nur. Let's go. Ich probier mal. Ey, das wollten wir nicht, ne? Das wollten wir echt nicht. Das ist ja gut, das ist ja so gut für dich, wenn du jetzt, weil das ist ja schneller für dich. Scheiße. Oh nein. Er hat eine Fraktur. Er kommt nicht hoch, ne? Nein. Nee, er hat eine Fraktur. Weil wir sehr lange liegen jetzt hier. Es ist stabilisiert. Wie lange ungefähr? 25 Minuten, glaube ich. Oder 20. Können wir ihn denn irgendwie hoch... Können wir irgendwas machen, dass er jetzt hier überlebt? Nee, also außer irgendjemand kennt einen korrupten Medic oder so. Gibt's hier den Krankenhaus auf, Kajo? Warte. Probier mal deine Kontakte. Ja, warte. Wir brauchen einen korrupten Medic, komm schon, Jungs. Ja, Fraktur, er liegt auf jeden Fall eine lange Zeit jetzt. Kein Stress. Hat irgendjemand einen korrupten Medic, der den hier auf Kajo hochheben kann? Weil wir wollen ihn eigentlich am Leben lassen hier auf Kajo. Boah, das heißt, er liegt jetzt hier 20 Minuten, fällt ins Koma, wacht hier im Krankenhaus auf, muss zurückschwimmen und wird von Haien gefressen. Boah, das ist echt eine Strafe zu viel. Eigentlich wollte ich ihn nur schwimmen lassen. Es ist ja doppelt gebt. Naja, ich rufe ihn mal an. Wir gucken ja gerade, dass wir jemanden kontaktieren. Ach, der hat kein Handy, schade. Hat Glück gehabt. Der hat zwei Tablets dabei, ne? Brauchen wir noch zwei Tablets dabei? Mit den Kisten ist jetzt auch wieder in der Garage. Hat der Glück gehabt, der kleine Huhn, dass er kein Handy hat. Boah, ist das geil. Oder wie schaut's aus? Wir versuchen gerade wirklich dich zu retten, ne? Wirklich, wir wollen eigentlich nur, dass du hier bleibst. Aber halt deine Schnauze. Falls du jetzt ins Koma fallen solltest, halt deine Schnauze, wirst du hier im Krankenhaus wach. Und dann hier im Krankenhaus wirst du dann noch... Halt, ja, hier ist halt kein Handyladen. Man kann so schön zurückschwimmen. Kannst du mich nicht
mitnehmen zum MD? Das geht, naja, geht wirklich nicht. Okay, dann verpisst euch. Steigt in euer Helikopter ein und verpisst euch einfach, okay? Lasst mich hier liegen. Sag mal, wie redest du eigentlich? Halt deine Schnauze, dich f*** auch noch, du wie redest du eigentlich? So, Marcel, du machst jetzt, du machst mal schön den Mund auf, so, und dann geht's ja. So, ich hab mal dein Maul, ne? Du hast gerade, ganz kurz, Herr Eris, Sie haben, Herr Eris, Sie haben gerade eben gesagt, Sie wollen. Eris, Sie haben gerade eben, Eris, Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie von 5 Männern gefickt werden wollen. Das ist genau, was Sie wollen, oder nicht? Ich stehe auf diese Spielchen. Immer weiter so. Kannst du noch deine ganze Familie rufen, dass sie mich einmal durchbumsen kann? Nein. Während ich hier kaputt da liege? Den Gefallen mache ich. Nein. Aber du könntest mir eine Frage beantworten. Du bist ja schon seit 10 Tagen im Diamond Casino. Und wie läuft das? Ja. Was konntet ihr da was klären? Bitte steig doch in ein Helikopter ein, okay? Da ist doch ein Helikopter. Steig ein, lass mich liegen. Ich liebe die Natur. Ich bin eins mit der Natur. Lass mich hier. Drei Leute angerufen. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja, du kannst doch tragen. Wenn ich ihn trage, dann ist er schnell am Koma, ne? Ja. Wann soll ich das mal liegen? Trag mich doch ins Helikopter! Das geht nicht. Das geht nicht, sonst würden wir dich auch retten. Du wurdest gefegt. Ja. No. Hä? Wer ist das auf einmal mit diesem Strandberg wieder? Hallo, sind Sie Mediziner? Hallo. Sind Sie Mediziner? Nee. Ah, scheiße. Warum? Was ist los? Ja, wir müssen jemanden aufheben. Wen denn? Marcel Eris. Hier, können Sie den nicht aufheben? Kein Mediziner. Marcel Eris, Visumstufe 3. Ja, hab ich. Soll ich sie dir schicken? Was? Ja, schick sie dem. Was haben die mit dir gemacht? Bin ich jetzt Visumstufe 3? Ja, ich steh drauf, du bist Visumstufe 3. Gut, das sind schon mal gute Nachrichten. Das sind schon mal gute Nachrichten. Wir haben auch gute Nachrichten. Ich glaube, du wirst gleich hochgeholt. Warum liegt ihr? Ob das jetzt so gute Nachrichten sind, weiß ich auch nicht. Warte ab. Bitte? Willst du wieder in den Mund nehmen? Ja. Nein. Wie hoch stehen die Chancen, dass wir den hochkriegen? Ich habe noch einen Schwanz als Verletzter in meinem. Ich arbeite dran. Ich muss Leitung freimachen. Das Ding ist, guck mal, man wird hier wach. Man wird hier im Krankenhaus wach. Ja, aber wie gesagt, ich trotzdem. Aber dann wird der hier wach und muss dann zurückschwimmen und wird von den Haien gefressen. Ja, lass mich kurz arbeiten. Okay, ciao. Chancen stehen gut. Du wolltest das doch. Du hast doch vorhin gesagt, du willst von 5 Leuten in den Arsch gefickt werden. Ja, okay. Alles klar. Das, steck mir noch eine Flasche in den Arsch. Schwanz reicht nicht. Ja, Lord. Was wollt ihr denn noch? Wollt ihr mich noch vergewaltigen? Was wollt ihr? Was wollt ihr noch? Was denn? Das hier können Sie ihm gerne noch geben, weil ich kann Ihnen das nicht geben, kommst du aus dem Busch raus. Herr Lord, was geht hier ab? Können Sie ihm gerne dann geben. Der jetzt nicht erliegt leider noch. Kann ich ihm das nicht geben? Nee, es fällt immer wieder raus. Ich hab das benutzte Kondom erhalten, das werden Sie dann von mir später bekommen, Herr Eris. Marcel Eris ist gleich. Der ist, Ey, was ist mit dir? Was ist denn mit dir? Ja. Ey, kann man irgendwo Jetskis kaufen? Ich würde gerne ein bisschen Jetski fahren. Hier, der im Gelben, ist das von Ihnen, das Jetski-Ding da? Nee, geht nicht mehr. Hallo, machst du Dispatch? Wie, ihr macht erst jetzt Dispatch oder was? Vorbei, der ist schon weg. Wie, der ist weg? Ja, du bist weg gleich. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Du bist gefehlt. Warte mal, wie ist das eigentlich? Oh, Service wurde entgegengenommen. Natürlich. Also du könntest es noch schaffen, Marcel Eris. Doch jetzt beginnt Phase 2 meines teuflischen Plans. Verpiss dich, Alter. Ich lieg doch schon. Verpiss dich doch. Ich trag dich jetzt richtig schön, denn pro gelaufenen Meter verkürzt sich deine Zeit. Deine Überlebenschance sinkt, währenddessen ich mit dir laufe. Das ist jetzt richtig schönes Glücksspiel. Schafft es die Arme, dich noch zu retten oder nicht? Marcel, deine Zeit fliegt. Genauso wie die Arme, die gerade hier hinkommt und dich versucht zu retten. Wenn die Arme kommt, überlebst du. Nimm. Was denn, Marcel? Alles gut. Nein, sag mal, nimm. Ich möchte noch mehr liegen, Bruder, bitte. Kannst du dafür sorgen, dass ich 24/7 liege, Kevin, oder? Kevin, leg den mal jetzt hin. Das machst du sehr, sehr gut. Wenn wir den jetzt hochholen, weil sonst liegt der gleich wirklich Kummer. Sehr, sehr, sehr stark, Marcel. Wo genau soll ich den hinlegen, Leute? Ja, einfach hier. Leg den einfach hier hin. Sonst geht er gleich nach Koma und dann war alles für den Arsch. Ja, die Army ist schnell, oder? Die ist in 2 Minuten da. Ja, die sind schnell. Okay, also die können den sofort hochheben, ne? Ja, die können den hochholen. Okay. Was machen wir, wenn er sagt, ja, die entführen mich und bla und blub? Ach, alles gut. Oder kommt da ein guter Army-Soldat, der den... Ja, da kommt ein guter Army-Soldat. Ah, da kommt ein guter Army-Soldat. Genau, da kommt ein guter Army-Soldat. Alles klar. Da kommt ein guter Army-Soldat. Sehr schön. Ganz genau. Hallo, Herr Masketa, Army-Soldat, den keiner kennt. Wie geht's dir, Mr. Nobody? Nee, der ist so ruhig. Mr. Nobody? Ja. Moin, Mr. Nobody. Moin. Lang ist es her. Wirklich, ey, Jungs. Eins in den Chat, wenn euch bewusst ist, ja, das ist perfekt geplant, ne? Das ist ein perfekter Plan. Ihr schreibt einer Batzi Steam leiser gemacht. Ey, ist der dumm? Was für leiser gemacht, Bro? Wenn ich jetzt rausstabbe, ne? Wenn ich jetzt rausstabbe, Bro, ne? Pass auf. Maus ist noch da. Pass auf. Muss man sich hier kümmern. Bruder, der ist auf Pause, siehst du? Der ist aus. Siehst du dieses Bild? Das ist, wann ich ihn auf Pause gemacht habe, wo er da lag. Ich weiß nicht, wann das gewesen ist.
Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Gunner. Ich zieh am Tanger.